Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt No Man's Sky mit dem Bursums Update. Ja, sieht schon schick aus hier. Gefällt mir. Gefällt mir. Und ja, ihr seht es ja schon, ich habe schon unsere strahlende Säure, Säule ein wenig näher geholt. Unser Eagle Eye, genau. Ich musste gerade selbst gucken, wie ich sie das letzte Mal genannt habe. Ich wusste nur, ich habe sie umbenannt, aber ich wusste nicht mehr an was. Eagle Eye, ja, das passt. So, freischwebendes Haus hat auch nicht jeder. Jawohl, ja. Ach, wer baut schon ein Fundament? Quatsch, geht doch auch so. Wir sind hier auf irgendeinem Planeten. Das eigentlich unsere Waffen? Diese kleinen Mika-Dinger, das sehe ich ja jetzt erst. Man sich hier ducken? Nee, ne? Ich glaube, das sind unsere Waffen. Weil das hier sind Scanner. Das sind unsere Piu-Pius? Ja, kein Wunder. Dass da wirklich nur Piu-Piu rauskommt. Impulsbogen. Sterndorn, Wissenstein, Paraffinum, Silber, fleischige Wurzeln, das hört sich an. Nun ja, so, wir werden unsere Umgebung schon noch erkunden. Wir machen jetzt erstmal weiter hier unten mit unserem Wohnprogramm. Und zwar sollen wir am Basiscomputer zurückkehren und wir benutzen ihn nochmal. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers. Zusätzliche Archive wiederhergestellt. Aha. Eintrag 4925E folgt. Eben war es D, glaube ich, ne? Konstruktion größtenteils erfolgreich. Geborgene Daten aus nahegelegenen Plänen aufgezeichnet. Scans weisen auf zusätzliche unterirdische Geräte hin. Beginnt Suche. Pläne extrahieren. Wer auch immer diese Protokolle aufgezeichnet hat, hatte offensichtlich gewissen Erfolg. Ich habe Zugriff auf seine Pläne und vielleicht kann ich aus seinen Anstrengungen lernen. Was haben wir jetzt gekriegt? Eine Konstruktionsforschungsstation. Magnetisiertes Ferrit 20, Kohlenstoff-Nanorohr 1. Das sollen wir jetzt wahrscheinlich bauen. Exoanzug Hilfshinweis. Erhalte neue Baupläne von der Konstruktionsforschungsstation. Erweitere deine Basis mit fortgeschrittener Technologie und großen Strukturen. Erweitere deine Basis, indem du dir neue Konstruktionsbaupläne verdienst. Wirke vergrabene Technologien, um neue Baupläne zu erhalten. Versorge deine Basis mit Energie, um die fortgeschrittene Technologie freizuschalten. Verwende Teleporter, um während deinen Reisen sofort zu deiner Basis zurückzukehren. Ja, wie ist das eigentlich? Ist das immer noch so sauteuer, den Strom hier aufrechtzuerhalten? Weil ich weiß, also früher war das gar nicht möglich, hier permanent Strom. Also zumindest nicht mit dem normalen Aggregat, weil da hast du hier permanent Kohlenstoff gebraucht. Was ginge, wäre Solar mit Batterien, Energiezellen oder sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen. So, weil es wäre ja auch sinnvoll, dass wir irgendwann mal hier wegkommen, um mal den ganzen Kram zu verkaufen, ne? So, wir benötigen reines Ferrit. Wir gehen mal ins Haus. Ich hoffe, wir können irgendwann mal, konnte man das nicht irgendwo freischalten? Ja, ich glaube, das ist an diesem Computer dann. Ja. Muss ja über Y machen. Technologie. Eine tragbare Raffinöse. Würde ich fast sogar einfach mal hier in die Ecke setzen. Und dann kann die nämlich auch mal stehen bleiben. Eine neue ist schnell gemacht für unterwegs. Obwohl. Moment, wenn die hier stehen bleiben soll, dann muss sie aber eine schönere Farbe kriegen. Und Lichter und sowas brauchen wir auch noch. Das soll ja ein bisschen... Soll schon ein bisschen schön werden, ne? So, was haben wir denn hier? Gleiche Farbe. Ja, das gefällt mir. Dass das alles so ein bisschen Ton in Ton ist.
Aber wisst ihr was? Ganz ehrlich. Landwirtschaft? Kann ich nichts anderes mehr bauen? Doch hier, Technologie. Holz noch eins zurück. So. Ich hoffe, dass wir trotzdem immer noch ein bisschen geschützt sind. Und auch wenn uns die Viecher jetzt hier reinlatschen, das ist mir eine Schnuppe. Aber ich brauche so ein bisschen, ich muss so ein bisschen rausgucken. Ich mag das nicht, dass ich finde das mega beengt. Und kann ja sein, dass wir dann auch Fenster freischalten können. Wir machen das jetzt einfach mal. Was brauchen wir? Magnetisiertes Ferrit. Moment, hier machen wir jetzt erstmal Kohlenstoff rein. Reines Ferrit, das bringen wir das aus reinem Ferrit. Bringen wir magnetisiert. Oh, gut, dass wir das letzte Mal so viel reines Ferrit bekommen haben. Wir brauchen, wie viel? Ich glaube 20 war es, ne? Dupi dupi. Oh. So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder. Nur noch so wenig Kohlenstoff. Ja, dann müssen wir halt gleich nochmal gehen. Mein. Ja, steht ja auch da. Sammeln Kohlenstoff von Pflanzen und Bäumen. Ja, wir brauchen das Nanorohr. Nur wie gesagt, ich möchte es ungern hier nebenan alles wegholzen. Die schöne Landschaft soll uns ja doch so ein bisschen erhalten bleiben. Ne? So ein kleines. So. Oh, gehen wir mal hier hinten hin. Ich meine, wie gesagt, auf Dauer wird es eh wesentlich weniger. Wir müssen gucken, dass wir, wenn wir unterwegs sind, halt da auch immer mal Kohlenstoff und sowas mitnehmen. Wir brauchen den Gramm halt am Anfang in rauen Mengen, alleine für den Generator und. Nee, sagt, es hält dann noch nicht mal lange. Das ist ja das Schlimme. Es hält nicht mal lange. So, wir gehen jetzt da rein, weil dann haben wir wieder einen Platz. So. Das muss noch. Das kann weg. Raffinum. Ja, es bringt Geld, aber jetzt auch nicht unbedingt. Viel, ne? Befliegen kann verkauft werden. Nee, Moment mal, so reines Ferrin. Das kann weg. Sauerstoff, Natrium. Das brauchen wir. So, Dille. Oh. Lieber so ein paar Sträucher weg. Wow, das ist aber ein Dicker. Hixival. Da oben ist wieder noch Weizen, glaube ich. Und Weizen und das andere. Weizen und das andere, wo ich gerade nicht drauf komme. Softsicium. Das sind alle schon, obwohl die gleich aussehen, unterschiedliche Bäume, ne? Wie viel haben wir? 492. Guck mich so ein, der dann auf Stücken wegläuft. Das da, das müssen wir noch scannen. Das war's. Anorganisches Objekt.
Das brauchen wir halt leider alles in rauen Mengen, deswegen müssen wir es auch permanent abbauen. Wenn wir später mal einen besseren Laser haben, geht das auch alles ein Ticken schneller. Holzbohnen, Weizen, jawohl, alles her. Die Dinger, die können wir ruhig umbringen. Auch kein Mensch. Also schon. Das Sauerstoff, was sie geben, das kann man gebrauchen. Haben wir hier eigentlich auch eine Art Unterwasserwelt? Oh ja. Ja, in den Dingern konnte man da auch irgendwas. So. Puh. Zack. 1600. Hä, wieso schwimme ich jetzt? Sehr cool. Hinten haben wir noch so ein paar, aber die sind irgendwie... Jetzt. Jetzt. Ja! Ovedros. Ah, das sieht aus wie Krabben. Krabbenähnliche. Haben wir da? Verschlüsseltes Relikt. Oh. Was wir hier alles finden, ne? Unter Wasser. Kristallsulfid. Okay, jetzt gehen wir erstmal zu dem Verschlüsselten. Neuer Gegenstand katalogisiert. Hadalkern. Was hätte ich meine mich daran zu erinnern, dass man irgendwie Schaden gekriegt hat, wenn man hier dran gegangen ist. Ja, genau. Aua. Adalkern. 92.000 Units. Einer. Wow. Und 7.000 nehmen wir aus den Kristallsulfiden. Moment, jetzt möchte ich aber mal kurz gucken. Hergestellte Produkte. Rohstoffe. Ist es bei Rohstoffen? Dieser Adalkern. Nee. Bei Kuriositäten. Eine unter hohem Druck stehende fleischige Kugel. Man kann spüren, wie sie die Berührung erwidert, wenn man sie anfasst. Ein biolumineszierender Blitz erhellt den tiefschwarzen Kern dieses mysteriösen Objekts. Okay. Hier sehen wir aber unten, wird verwendet für Verbessern und Handeln. Wird verwendet für Bauen, Verbessern, Handeln. Interessant. Gravitino. Haben wir denn hier irgendwo, wo sind denn diese Eiweißperlen? Hier genau. Verwendet für Handeln. Okay. Aber ich glaube, ich würde die Sachen auch schon verkaufen wollen erstmal. Weil, ja, keine Ahnung. Wir brauchen als allererstes eigentlich mal Geld. Wieso schwimmt man denn so langsam? So.
Das ist echt mega unangenehm, dass man hier so langsam schwimmt. Okay, das klappt auch unter Wasser. Da ist immer noch was ungescannt. Sehr cool. Dann ist noch ein verschlüsseltes Relikt. Erhaft. Aber wir müssen hinschwimmen, oder? Es hat keinen Sinn sonst. Dann noch eins. Die Dinger rumpeln aber ganz gut. Tatsächlich. Noch ein Hadalkern. Ja, nice. Habe ich sonst noch alles? Nee, nur Kristallsulfid noch. Ich mag, dass wir die Dinger hier rumpeln und pumpeln. Das ist voll nice. Also die Geräuschkulisse ist schon heavy von dem Teil, ne? Also sobald man diesen Kristall da rausnimmt, gibt's Karamba. Ich bin jetzt selbst sogar im Sitz ein Stück zurückgegangen. Also falls ich mich gerade ein bisschen komisch angehört habe. Ich habe versucht, mich nicht zu verbrennen. Ey. Du bist so putzig, du kleines Ding. Ich kann leider noch keine Kreaturenkugeln machen. Ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Mein Schätzelein, sonst hätte ich dir schon längst was gegeben. Wo muss ich eigentlich hin? Ach so, hier. Vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht mehr. Aber so ist das richtig. So ein bisschen ausdünnen kann man das Ganze. Aber wie gesagt, nicht alles hier wegräubern. Später ist so die ganze Umgebung leer, aber unser Platz ist noch total schön bepflanzt. So muss das. Juhu! Und da oben hin müssen wir auch bald. Oh, da freue ich mich drauf. Das wird nice. Ey, wir haben schon wieder 17 Minuten. Das gibt's doch gar nicht. Wo geht denn die Zeit hier hin? Ich bin... Das ist alles halt so schön und gerade das mag ich so. Dieses Entdecken, Ausprobieren. Wir brauchen jetzt auch gar keine Türen. Na, seht. Wo ist denn die strahlende Säule? Moment. Ich jetzt einfach nicht mehr die Türen nehme, ne? Ab ins Raumschiff. Die Impel... Die Impulsbohnen gehen auch nicht, die sind voll. Oh. Ja, dann müssen wir echt gucken, dass wir möglichst schnell oben zu einer Raumstation kommen, dass wir den Kram mal verkauft kriegen. Hier hätte ich jetzt auch keine Handelsstation in der Nähe. Es wäre natürlich auch nice gewesen, ne? Eine Handelsstation noch in der Nähe zu haben. Aber naja. Man kann nicht alles haben. So, wir brauchen ein Kohlenstoff-Nanorohr. Habe ich. So, setze die Konstruktionsforschungsstation ein. Das ist sie. Die Farbe stimmt auch schon. Ja, guckt. Wie super das funktioniert. Hätte das gerne genau auf dem schwarzen Strich, aber geht wieder nicht. Ach. Klick. So. Schon wieder? Kaum hat man eine Bude gebaut, kommt hier ein Sturm nach dem anderen. Das war aber früher schon so. Da bin ich mal gespannt, ob die Bude uns so schützt. Weil die Türen, die haben ja hier diese
diese Kraftfelder, nennen wir es mal. Bin ich mal gespannt. Der Sturm schon da? Ja. Wir sind trotzdem geschützt. Schön. Ja, super. Dann können wir doch hier direkt erst schon mal weitermachen. Oder wir machen das in der nächsten Folge. Wir machen es in der nächsten Folge. Es dauert sonst wieder viel zu lange. Ich kenne mich doch. Dann vergesse ich die Zeit wieder und dann war es das. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.